Ja, herzlich willkommen hier auf der Horizon-Messe für Studium- und Abiturientenausbildung. Es ist ziemlich regnerisch draußen. Heute Morgen hat es noch geschneit. Nix wie rein in die Messe. Ja, jetzt sind wir beim Stand der Begabtenförderung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Fördern, vernetzen, inspirieren, das ist unser Stichwort. Freigeister, so steht es ja auch auf unserem Roll-up. Stipendium.freiheit.org, da gibt es alle Informationen zu den Stipendien der Friedrich-Naumann-Stiftung. Ja, Ausstiegsjobs.de, das klingt ja schon mal gut. Was ist das für eine Plattform? Wie funktioniert die? Was kann man über Ausstiegsjobs.de machen? Also das ist eine kostenfreie Online-Jobbörse, wo sich im Prinzip Ausbildungsbetriebe eintragen können, wenn sie Studienplätze, freie Studienplätze zur Verfügung stellen und wo sie auch Studieninteressenten mit einem eigenen Profil sozusagen vorstellen können, wenn sie auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsbetrieb sind. Ja, wir sind hier beim Stand von Wirt, Firma Wirt. Und mich würde jetzt interessieren, was zeichnet Wirt eigentlich als Arbeitgeber aus? Was macht Wirt als Arbeitgeber besonders interessant, gerade für Schulabgänger? Also Wirt ist besonders attraktiv für junge Menschen, die motiviert sind, in einem großen internationalen Unternehmen zu arbeiten. Ja, für mich macht die Ausbildung besonders das bei Wirt aus, dass es sehr abwechslungsreich ist, gibt extrem viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, auch andere Möglichkeiten neben dem Studium her, noch einiges zu machen. Und was war so das Spannendste, was ihr da bisher so mitgemacht habt? Also gerade die Praxisphasen machen wahnsinnig viel Spaß. Ja. Und natürlich auch die Veranstaltungen, die wir immer wieder im Unternehmen haben, damit zu wirken. Sind es so Weiterbildungen oder was für Veranstaltungen? Genau, Weiterbildungen für Kollegen, aber auch wir haben zum Beispiel eine Veranstaltung, nennt sich Showfix, da kommen aus den Auslandsgesellschaften viele Mitarbeiter und da mitzuwirken macht wirklich Spaß. Nach der Messe ist vor der Party. Nachdem das dieses Jahr der 10. Geburtstag ist, der Horizon-Messe, geht es jetzt noch ab zur Geburtstagsparty.